Einen wunderschönen wünsche ich euch und herzlich willkommen zurück zu diesem Spiel, die Harry Potter Legacy Challenge. Wir haben schon wieder Besuch. Ein kleiner Junge. Wer bist denn du? Imran Watson. Okay. Also Kinder lasse ich hier nicht rein, das sieht doof aus. Genau. Wir wollten langsam den Tag ausklingen lassen. Das heißt, es ist jetzt 5:45. Wenn du möchtest, kannst du eine Runde spielen. Eva meditiert noch etwas, um ihre Wellnessfähigkeit einfach aufs Maximum-Level irgendwann zu bringen. I really don't like making something else. Feel like a loser. Okay. Genau. Das heißt, wir spulen jetzt noch mal ein bisschen. So, die muss nach Hause, das ist schön. Was machst denn du jetzt? Music Streams, okay. Ihr habt noch Zeit, also du könntest ja, du guckst dir jetzt mal bitte Fernsehen. Guckst dir jetzt mal bitte. Oh, geht mir nicht auf den Sack. Nein! Gesundheit. Sie meditiert noch, wenn sie fertig ist mit Meditieren. Ah ja, gut. Muss ja. Duschen. Dann könnte sie noch Abendessen. Und Zähne putzen. Und dann gehst du ins Bettchen. Unser John sitzt vorm Fernsehen. Eine romantische Komödie guckt er. Warum? Guck doch bitte Nachrichten. Ist mir egal. Guckst jetzt Nachrichten. So, Eva. Leg los. Deine Abendroutine bitte. Ich weiß gar nicht, wann muss Don denn morgen auf Arbeit sein? Um 10, also ist noch ein bisschen Zeit. So. Ja, im letzten Part haben wir ja erfahren, dass wir Trillinge bekommen. Also, Eva wird auseinanderplatzen. Lamisi Moanya. Tu mal das Klo reparieren, bitte. Bevor Eva schlafen geht, muss er halt noch aufräumen. Ach, diese Fenster. Lass einmal Kinder in dein Haus. So, wenn du damit fertig bist. Was macht sie denn nun? Achso, nebenbei Zähne putzen, ist in Ordnung. Mit dem Essen in der Hand. Bombe. Total, total Bombe. Ja, unterhalte ich mit Don. Mach mal ein bisschen hin hier. So, jetzt räumt sie nämlich ihren Teller weg. So. Das kannst du weglegen. Du tust dann mal bitte hier polieren, aufwischen, wegwerfen und schlafen gehen. Du willst gleich schlafen gehen oder gehst du jetzt schon schlafen? Ist okay, Don. Ist völlig in Ordnung. Gute Nacht, Don. Eva kommt auch gleich. Ah.
Aha. Oh. 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 Hm. Sehr schön. Ach, wisst ihr, was wir vergessen haben? Wir bräuchten ja vielleicht auch noch ein bisschen Licht in dem Zimmer, ne? Guckt mal, das ist doch niedlich, oder? Die würde ich hier hinstellen. Erstmal. So, Strom sparen. So, jetzt kannst du auch ins Bett gehen, Eva. Feierabend für heute. Hat er jetzt geschnurrt? Ja, furchtbar. Tja. Ja, Eva, du könntest dann aufstehen und Frühstück servieren. Heute gibt's Rührei. Oh Gott, was ist los dann? Müll leeren, ja, ist okay. Dann kannst du hier auch mal... Na, du erst mal das Müll wegschmeißen, bevor du ihn irgendwo hinschmeißt. Mensch, nichts eignet sich besser als selbst eingemachtes Lebensmittel, um seine Zuneigung zu beweisen. Don kann jetzt in Elternzeit gehen. Don hat noch nicht mal gearbeitet. Du kannst mal bitte verdorbene Lebensmittel wegschmeißen. Nein, du kannst mal bitte verdorbene Lebensmittel wegschmeißen. Entschuldigung. Und dann gehst du auf Toilette. Don enjoys being around other people. Okay. Okay, 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 okay. Talk to lover. Will ich wissen, mit wem du redest, mein Freund? Hol dir was zu essen. Ja, das dachte ich mir. Mistkuh. Oh, die ist tot. Wann ist die gestorben? Die stand da eben noch hier vorne. Nicht gemocht. Hm. Angespannt und wird schließlich in die Brüche gehen. Die ist tot. Okay. Die ist hässlich. Und das ist aber seine Frau. Ehegattin. So viele Gefühle passen in ein kleines Glas. Ist es Eva zu überreichen, lässt das Herz von... Ah... Erhalten zu haben, es lebe die Einwegglas. Blödsinn! Blödsinn! So, Eva, dann gehst du dann mal auf Toilette, bitte. Bevor es in die Hosen geht. Oder den Schlipper. In den Slipper. Was ist denn los denn? Du hast ein bisschen Kopfweh. Du kannst ja noch mal ein bisschen spielen, bis es losgeht. Fürs die Arbeit. Eva geht dann noch mal pipi und tu dann das bitte weglegen.
Der Schlüpper spannt ganz schön, oder? Nein, Kühlschrank. Oh, das machen wir gleich mal. Wir kaufen mal einen neuen Kühlschrank. Schmeißen den weg. Kaufen mal einen neuen Kühlschrank. Wir können ja schon mal ein bisschen auf die Kacke hauen, oder? Der passt aber nicht zum Boden. Der ist auch zu dunkel. Nee, der sieht scheiße aus. Der sieht auch kacke aus. Warum sehen die alle so kacke aus? Okay, gut. Den nehmen wir. So, hast einen neuen Kühlschrank. Und weiter geht's. Es ist gleich soweit, dann musst du dann auf Arbeit. Was ist das denn? If I win, the mayor pen to make feel bad. And I don't want them to feel that way. Oh je, oh je. Der Typ, ey. So, Evalein. Dann gehst du bitte nachdenklich duschen. Morgenübelkeit, erschöpft. Private Meal, okay. Trillinge, ich war verrückt. Darauf komme ich sowieso noch nicht klar, das dauert noch eine Weile. Eva bekommt einfach Trillinge. Ich hätte noch nie Trillinge. Dann, Dusche ist kaputt. Kümmer dich. Kannst du nicht schon Vorfreude haben? Oh. Nö, nee, können sie nicht. Ach, Eva, was mache ich denn mit... Was denn nur schon? Ah, oh, did you see that? Posted, I checked to... nö, lass mich. So, du kannst da mal etwas lesen. Dann muss gleich auf Arbeit und ich möchte gerne mitfahren. Ich glaube, das war so eine zum Mitfahren, ne? Die heutige Post wurde zugestellt. Fähigkeit 3, es ist die Rechnung. Eva, du kannst mal Rechnungen bezahlen. Rechnungen bezahlen. Und dann kannst du mal hier. Oh, naja, gut, mit dem dicken Bauch sieht das jetzt nicht mehr so schick aus. Obwohl, es geht noch. Es geht doch noch. Bist du bald mal fertig, Don? Miss Miette. Oh, Schnauze. Can I come visit you right now? Nein. Der ist doch immer noch da. Mitmachen. So, jetzt geht's los. Mensch. Tägliches Experimentieren. Willkommen bei Future Sim Labs. Du wirst damit beschäftigt sein, zahlreiche grundlegende Experimente durchzuführen, sowie an neuen Technologien zu forschen und vielleicht sogar mit außerirdischem Leben in Kontakt zu treten. Es ist ein Job hoch
entwickelte wissenschaftliche Ausrüstung zu nutzen, um Gutes zu bewirken. Das hoffen wir zumindest. Nun ja, willkommen an Bord. Stopp, wo willst du jetzt hin? Analyse üben. Eine Frucht oder Blume analysieren. Momentum Konsumierer erfinden. Einen Kollegen um einen Kristall bitten. Okay, wir folgen erstmal. Entschuldigung. Yib. Ach, klar. Yibs. Flora analysieren. Was? Flora verbessert. Die Analysen haben ergeben, dass diese Flora besser ist als zunächst angenommen. Ah ja. So, am Chemielabor experimentieren. Wo sind das? Hallo? Wieso bewegt die sich? Habt ihr das gerade gesehen? Die hat sich noch bewegt. Es ist Pause. Du kannst dich erstmal respektvoll vorstellen. Ja? Ah, Fumoi. Arva Boshi. Quibs a Fub. Polina or bees. Potato. Ich muss um Kristall bitten. Mobile Snake. Ja, um Kristall bitten. Kunje. Bumbraza. Namisa. Yes. So. Entschuldigen. Bitte. Guck mal, hier ist noch einer. Puff. Hallo. Blöde Kuh. Bleib doch. Gott, oh Gott. Tag. So. Espina. Fnub soon. Gengil Chopa. Um ein Metall bitten. Ralph. Yeah. Weasel Babied. I did the lun. Noib. Emka Floof. Rina. Okay. Freeness. Borb. Wer ist das denn? Oh. Moment. Kaela, das ist die hier. Okay, na, dann tun wir mal plaudern. Freundlich plaudern. Oh, wo? Ist das egal, was ich da sage? Na, dann gehen wir mal kennenlernen. Achso, die muss aufs Klo. Warum gehst du nicht hierher? He's in a row. Arvini. Oh, Gosha. Okay. Yeah.
Jetzt gehen wir hier hingehen. Los, hör auf zu quatschen. Ich weiß gar nicht, wer ist denn das jetzt schon wieder? So, und dann tust du jetzt Gerät erfinden, das. Geht doch. Okay. Aber ihr Lieben, wir machen an der Stelle erstmal Schluss. Wir gehen dann das nächste Mal, also geht's weiter. Und ich hoffe, wir kriegen diese drei Balken da oben voll und kriegen sogar noch eine Befütterung. Ein paar Stündchen haben wir ja noch Zeit. Genau, wir versuchen einfach unser Bestes. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen restlichen Tag und wir sehen uns zur nächsten Folge, die Sims 4, die Harry Potter Legacy Challenge. Bis dahin, ciao!